Auch heute eine Legung für dich. Und zwar, lass uns in die Karten schauen. Wie sind seine Gefühle zur Zeit? Konzentriere dich. Wie sind seine Gefühle zur Zeit? Aha, also Stärke, Kraft, Anziehungskraft, wundervoll. So, lass uns schauen. Lass uns schauen. Ja. Wie sind seine Gefühle zur Zeit? Wie sind seine Gefühle zur Zeit? So, konzentriere dich. Konzentriere dich. Du bist gekommen für ihn. Wundervoll. Wow! So, es geht darum, dass hier, also die Erkenntnis noch fehlt. Also er weiß noch nicht, was er machen soll. Er weiß nicht, was er fühlt. Momentan ist er, also seine Weisheit fehlt, also der ist so ein bisschen abgetrennt von diesen ganzen Gefühlen. Und was ich hier generell sehe, ich sehe hier auf der Kopfebene, dass er noch sehr viel darüber nachdenkt, über diese Anziehungskraft, über diese Leidenschaft, aber trotzdem, also alles so auf dem Kopf steht, ja, also auch so seine... Seine Unruhe, diese Gefühle, was er für dich fühlt, also ich habe das Gefühl, der hat so richtig in den Gefühlen so ein Achterbahngefühl, ja? Wie geht's denn weiter? Also ich sehe jetzt hier auf jeden Fall, dass es hier eine Rolle spielt. Also im Herzen wünscht er sich natürlich eine feste Beziehung mit dir, eine feste Partnerschaft, auf wirklich. Also das ist so seine höchste Priorität, dass er sagt, ich will eine feste Partnerschaft. Aber auf andere Art verbietet er sich das. Also seit längerem Zeit beobachtet er dich auf den, also wie geht es denn weiter? Also die Öffentlichkeit ist, durch Öffentlichkeit ist diese Beziehung zu dir immerhin noch irgendwie blockiert, ja. Und also die tiefen Gefühle sind aber dennoch irgendwie sehr, sehr intensiv und die sind also wirklich krass da. Lass uns nochmal eine Herzkarte da drauf ziehen. Also die Öffentlichkeit spielt hier eine Rolle. Wenn du jetzt sagst, ja, warum die Öffentlichkeit? Ja, vielleicht ist da auch eine Entfernung, vielleicht ist da auch ein Altersunterschied, vielleicht ist da auch wirklich ganz unterschiedliche ja, Typen, die sich hier begegnen, ja. Also die Karten sagen, also er ist jetzt momentan noch in dieser abwartenden Situation. Also er möchte noch nichts überstürzen. Das nehme ich jetzt hier wirklich wahr. Er möchte nichts überstürzen und manifestiere, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Also er will auf jeden Fall seine Gefühle manifestieren. So, ich unterstütze ihn natürlich auch gerne dabei, wenn er sich bei mir meldet. Aber wenn du das bist, freue ich mich auf dich. Ich sage Dankeschön und bis bald.